15. März. Sie sind eingetroffen, Box Drive auf TGE 3.180 Frontantrieb. Es ist wirklich ein Auto, was der Markt sehnsüchtig erwartet hat. Wir sind deutlich unter 100.000 Euro. Es ist ein Alltagsauto. Länge von dem Fahrzeug, grüß dich Leo. Grüß dich Sven, 5,99 Meter. Überleg mal, 5,99 Meter, ist das im Alltag einsetzbar als ganz normales Auto? Ja, ganz klar. Also ich habe hier dann die Möglichkeit, den überall abzustellen, zu parken, auf jeden Verbraucherparkplatz oder in der Seitenstraße. Du sagst mir ein bisschen Übung und dem Aufkleber Höhe bitte. 3,08 Meter, also den Aufkleber sollte man sich deutlich an die, ich sag mal, Windschutzscheibe kleben. Das ist kein VW-Bus mit 1,95 Meter, sondern 3,08 Meter. Wie fühlt sich der denn an in der normalen Fahrt, wenn man sich mal dran gewöhnt hat? Ist das PKW-mäßig? Ja, ganz klar PKW-mäßig, in der Richtung wie ein VW, den man sonst üblich kennt und fährt, ist da nichts anderes bei. Wie viele hast du bekommen? Ich habe jetzt 4 Stück da und 10 Stück stehen in der Pipeline, die sind jetzt in der Anlieferungsmodus. So, das heißt, die werden kommen. Hast einen schönen Preis gerechnet. Ihr seid ein alteingesessener Vertragshändler. Das heißt, wenn ich bei euch kaufe, kriege ich Service. Wir sind hier in der Servicewerkstatt. Ihr habt mehrere Servicewerkstätten hier und ihr seid in Bissendorf in der Nähe von Osnabrück. Leute kaufen natürlich aus ganz Europa bei euch, weil ihr sie da habt. Die weiße Farbe, ich glaube, das ist die dankbarste Farbe bei so einem Auto, oder? Ja, die ist halt nicht so empfindlich, was die Hitze angeht. Und absorbiert dann die Sonnenstrahlen. Was ich auch cool finde, siehst ganz wenig Dreck drauf. Also genau das Gegenteil, was die Leute denken. Eine dunkle Farbe siehst du alles, oder? Ja, da sieht man wirklich jeden Schmutzpartikel. Querschläfer? Das ist ein Querschläfer, genau. Wir können ja mal hinten reinschauen. So, er hat schon mal flächenbündige Fenster mit drin. Ich meine, wir sind ja hier eigentlich schon im Premium-Bereich. Das hier, also nichts gegen den Grand California, aber du hast hier mehr Flair. Du hast hier mehr Wohngefühl. California immer so ein bisschen Zahnarztpraxis. Sehr schlicht hier, sehr wohnlich, helles Holz. Genau, der gegenüber ist sehr steril gegenüber dem Knaus. Und hier sieht man das dann mit den einzelnen Bauteilen und da halt schön mit dem Filz abgesetzt. Ne? Also umparken im Kopf, muss man genau sagen. Das ist nicht mehr die Mittelklasse, ist jetzt gehobene Mittelklasse, oder? Richtig. So, und hier siehst du viele Details, die hier drin sind. Das Coole ist, die ganzen Aufbaubatterien sind nicht im Innenraum. Die sind nicht im Innenraum, genau. Das sieht man hier sehr schön. Und alles ist abgetrennt. Er steht auf Gas oder ist Diesel? Richtig, das ist eine Dieselheizung. Drüber kommen die 6D. Und so. Hat eine kleine Gaspatrone für den Kocher. Die ist dann in den Frischwassertank mit eingelassen. Ja, das ist sensationell. Die Patrone, du nennst sie Patrone, hält irre lang. Das sind, ich denke, den ganzen Sommer, wenn man moderat mit kocht. Ansonsten ist sie auch nicht schwer, weil es wird ja mit Diesel geheizt. Richtig, also ich habe Kundenaussagen, dass man sogar mit der Patrone bis zu ein Jahr mit auskommt. Solar ist möglich? Solar ist möglich, können wir dann vollflächig verkleben, die Solarmatten. Können wir dann aufs Dach setzen. Oh, das könnt ihr alles in der Werkstatt machen. Du sagst, also für das Geld, wenn du mal guckst, was alleine California kostet oder ein ganz normaler T6 als California, dann bist du in einer schönen Ausstattung, so wie hier, wo du nicht duschen kannst. Hier kannst du ja richtig duschen drin, gell? Genau, ich kann hier richtig duschen, habe nicht das ganze Plastik drumherum, habe kein Porta-Potti, sondern eine feste Toilette, eine Toilettenkassette und habe hier ein deutliches, besseres Wohnflair. Sitzplätze, 4? Ich habe hier 4 Anschnallgurte, genau, 4 Sitzplätze, auch 4 Schläfer in dem Falle mit dem optionalen Hubbett. Das können wir uns gleich nochmal anschauen im Innenraum. Ja, du bist großer Knaus-Fan, weil wenig Stress, muss man sagen. Also mittlerweile ist die Fertigung so exakt. Klappern ist auch der Vergangenheit, weil alles ist, glaube ich, geschäumt. Wir können uns das ja mal angucken drin, wenn du siehst. Es gibt eine Trittstufe, braucht man die zwingend im Alltag? Die fährt automatisch raus? Die fährt automatisch raus. Im Alltag kann man sonst auch über die vorderen Bereiche reingehen. Je nachdem, hier könnte man jetzt auch so reingehen. Hier ist noch ein Zwischentritt mit eingelassen, also so hoch. Ist er nicht im Endeffekt. So, bei 6 Meter ist jeder Millimeter ausgenutzt. Ja. Sogar, das ist das Fliegengitter, hat eine Besonderheit, das ist zweigeteilt. Zeig mir das mal bitte. Bei dem ist es zweigeteilt, genau. Wir haben einmal den Bereich, den Küchenbereich. Achso, du musst nicht jedes Mal alles auf und zu machen. Genau. Du kannst das zulassen? Ich kann das zulassen und kann dann separat quasi das wie eine Tür dann halt nutzen. Ja, genial. Also genau so ist es, weil die 4 Tür, die habe ich nie auf und zu gemacht, weil jedes Mal, wenn das Fliegengitter da war, konnte die Tür nicht zumachen und so weiter. Genau. Das war immer ein bisschen blöde. Komm, wir gehen mal rein. Das Ganze hat ein Bettsystem, das so genial ist. Du hast also ein kleines Auto, aber ein echter Vierschläfer.
Richtig, also ich habe hier wirklich zwei vollwertige Erwachsenenschlafplätze und den oberen Bereich kann ich dann wirklich für die Kids nutzen oder halt für eine einzelne größere Person. So, hier oben sieht man den Dachhimmel, das ist alles so schön gemacht, dass, also ich glaube, für das Geld kann man in Europa den nicht selber bauen. Also wenn du hier im Schreiner das geben würdest, würde ich sagen, hier mach mal eine Manufaktur, bau das mal. Ich glaube, als Serienfertigung mittlerweile eine Perfektion erreicht, Bussystem eingebaut, also all das ist mit drin. Man muss genau hingucken, also wenn man schnell schimpft, allein das Basisfahrzeug mittlerweile in der Ausstattung, das kostet ein Vermögen. Ja, das ist richtig. So, ich zeig mal, das ist das Bett. Das zweite, zeig mal bitte, das gleitet wirklich wie von selbst. Und ich führe es euch einmal vor. Einmal anheben. Genau, das muss hier anheben, weil das hier reinfällt. Okay. Das ist natürlich beim Abbremsen sich verselbstständigt. Die Bettauflagen kann ich liegen lassen? Die können Sie auch liegen lassen. Und man kann auch zum Teil das 1,86 Meter und 1,30 Meter breit. Das. Richtig schön. Und wenn ich dann fertig bin, wie geht's? Einfach hochdrücken? Einfach hochdrücken, genau. Du, ich liebe das, wenn es so einfach ist. Weißt du, kein Motor, kein... da wird wahrscheinlich auch nichts passieren, nichts Elektrisches. Dann hast du Stehhöhe. Wie groß bist du? Ich bin 1,83 Meter. 1,83 und trotzdem über 2 Meter Stehhöhe. Genau. Das richtig geil ist das Klo. Das können wir uns gleich mal zeigen, die Dusche, weil die hat die gleiche Stehhöhe. Und wenn du jetzt Riesen hast, du kennst das, in so kompakten Autos, 6 Meter, hast du nie Platz in der Toilette. Genau. Und hier hast du Riesenplatz. Geh ruhig mal rein. Ja. Lass mal gerade zeigen, hier ist der Duschvorhang, der ist schon mal zu. Genau. Finde ich übrigens klasse, da klappert nichts. Nee, da klappert wirklich nichts. Ey, was habe ich schon entklappert in meinem Leben, das kennst du. Und da drin hast du dann eine richtig hohe Dusche. Das siehst du also, wenn du hier reinguckst, Stehhöhe hier ungefähr 2 Meter. Richtig. Und das ist richtig toll, oder? Und es ist auch schnell umgebaut. Das heißt, ich muss hier den nur lösen und klappe das dann hier einmal zur Seite nach rechts weg. Und stehe dann fertig in der Dusche. Also das ist keine Alibi-Dusche, das ist eine richtige Dusche. Vorhang damit zu, ja. Schützt die Tür vor Spritzwasser und dann kann ich los duschen. Das Volumen, Tank, 10 Liter? Der Wassertank jetzt. Frischwasser? Frischwasser, habe ich knapp 90 Liter. Okay, also ordentlich. Ja. Wer sich ja auskennt, übrigens, wer jetzt schimpft, ach, nur 90 Liter, ich habe ja mal so ein Auto gefahren, du gehst mit dem Wasser hier drin nochmal ganz anders um wie in einem großen Liner. Richtig, man hat hier nicht so einen Wasser... Bedarf wie beim großen Liner. Oh, hier sieht man das Bussystem. Du kannst auch von hinten vom Bett und von oben überall kannst du das ganze Licht im ganzen Auto schalten. Du musst ja nicht mehr aufstehen. Richtig. Das kann ich dann auch aus dem Bett aussteuern. Da habe ich die gleiche Steuerung für den vorderen Bereich. Ja, das wichtigste Thema sind die Möbelverbinder flexibel. Das heißt, das ganze Auto bewegt sich ja ein kleines bisschen noch innen drin. Es verbindet sich auch schon mal. Genau. Das ist angepasste Möbelbau. Genau. Und ich habe halt auch keine sichtbaren Dübel. Das ist alles... Inliegende Dübeltechnik. Ja, hier kann man verbreitern. Das haben sie übernommen aus vielen anderen Baureihen. Genau. Die einfach drunter, zieht sie dann raus. Dann legt man aus optischen Gründen natürlich das Kleid hier zwischen. Mhm. Und man kann halt den Sitz noch etwas hervorziehen, so dass man schön bequem. Nicht so 90 Grad liegt, sondern etwas bequemer dann auch reißt, auch für die hinteren. Ja, das ist natürlich viel, viel Sitzplatz für zwei Kinder oder auch mal die Frau, die hinten sitzen möchte oder der Mann. Dann hast du so fix Sitze, ne? Dann habe ich hier auch wirklich die Möglichkeit, zwei Kindersitze zu fixieren, sicher, dass alle zu viert reisen können. Ja, ich hasse die Diskussion um Automatik. Ja, nimm ein Peugeot, Automatik, ja, braucht man ja nicht, man schaltet gern. Hier ist eine Automatik drin, eine Doppelkupplungsgetriebe mit drin. Das fährt sich so wie so automotiv. Du hörst den Motor, der läuft gerade. Hörst du was? Richtig, nee, ich höre gar nichts. Also er ist komplett perfekt gedämmt. Ich habe hier keinerlei Geräuschkulisse, was den Motor angeht. Das Einzige, was ich höre, ist der Motor von außen, weil die Tür offen jetzt gerade ist. Ja, du hörst den ein bisschen. Aber von hier innen, wenn du mal gerade die Tür schließt, sei mal so lieb. Das ist, jetzt müsste auch das Geräusch müsste ganz weg sein. Ist doch krass, oder? Ja. Das Fenster ist noch offen. Keine Vibration, genau. So, das kannst du beides drehen. Dann hast du hier erweiterbar. Kann man hier noch ein Bett bauen? Ja, man könnte theoretisch das Bett runtersetzen auf die untere Schiene, das Bein einmal teilen und den Fahrersitz drehen. Ich zeig mal gerade hier in den Raum rein, dass man mal sieht, was für eine Luftigkeit du hier drin hast. Der einzige große Haken ist natürlich die Höhe. Das heißt, du musst wirklich dran denken, dass du in einem Auto sitzt, was 3,8 Meter ist. Das sind schon fast Linermaße von der Höhe. Du sagst aber, das Wankverhalten, wenn du mitfährst, das Fahrwerk ist darauf angepasst, weil das Auto ist ja für richtig Nutzlast ausgelegt, oder? Genau. Ich habe hier richtig Nutzlast. Ich kann den sogar mit einer Luftfederung optional sogar bis auf 4 Tonnen bekommen.
Ja. Und erhöhe damit natürlich auch die Zuladung nochmal hier kräftig. Habe aber sonst ein sehr angenehmes, solides Fahrverhalten. Zuladung jetzt im Moment, echte 400 Kilo. 400 Kilo, habe ich mir gedacht. So, dann Kompressorkühlschrank, der übrigens viel leiser geworden ist. Alle Dometics sind in der neuen Baureihe nochmal leiser geworden, sodass man sie kaum noch hört. Und du hast eine ordentliche Spüle mit dabei, eine riesen. Wir sind auf 6 Meter, Kinder. Wir haben 4 Schlafplätze mit drin. Großer Angstgegner hier natürlich, der California. Ist das wirklich ein großer Gegner? Weil die haben ja hier vieles anders gemacht. Nein, hier steckt viel mehr Detailarbeit und Perfektion drin als bei VW. Ja, das Ganze ist integriert und hier Schubladen, sind die zentral verriegelt oder? Nein, die haben eine Sicherung. Jede Schublade ist dann nochmal separat gesichert, die man dann hier auch mechanisch lösen kann und die dann nicht aufgehen. Ja, der TGE sehr gefragt. Es gibt einen Nutzfahrzeugservice. Erzähl mal, der ist, glaube ich, 24 Stunden, 7 Tage. Genau, die haben zum einen besseren Service, was das angeht, wenn man wirklich Not hat. Und die haben auch längere Öffnungszeiten, was die Werkstätten angeht. Das heißt, die sind bis zu 20 Uhr, 21 Uhr geöffnet. Aber stimmt das, dass die Werkstätten auch den Genauservice machen teilweise? Mittlerweile ja. Die Pilotprojekte sind jetzt durch. Jetzt kommen noch mehrere unzählige MAN-Händler dazu. Die werden alle auf Knaus-Produkte geschult. Das heißt, Richtigkeitsprüfungen und sogar Einbauten sollen und auch Garantieanträge sollen dann gestellt werden. Die können zu euch kommen, wenn ich aber jetzt in München bin, kann ich auch zum Knaushändler meines Vertrauens gehen. Der Service gilt praktisch weltweit, wo ich einen Knaushändler finde. Ja, gut, also weltweit noch nicht. Europaweit, das reicht aber auch schon. Zeig mal oben bitte öffnen, also dass man sieht, weil das Fahrzeug ist sehr undankbar, was die Form angeht, für den Bau eines Reisemobils. Deswegen ist nicht jeder Schrank hat den identischen Platz. Von außen sehen sie alle gleich aus, aber innen variiert von Schrank zu Schrank. Richtig, also der läuft halt spitz zu, das ist halt die Bauform des TGEs und daran hat sich dann Knaus dann angepasst und die Schränke dementsprechend so entwickelt. Ja, es ist ein richtiges Männer, Männerauto, muss man sagen, so MAN, der Löwe vorne drauf und so, aber auch die Frauen lieben ihn, weil er ist sehr windschnittig, also die Optik, die Leute gucken drauf und sagen, das ist es, oder? Genau, und wenn die den erstmal fahren, dann spüren die die Größe gar nicht mehr. So, wir sind raus. Ich bedanke mich vielmals, Leo. Komm, wir gehen noch kurz vor die Tür, zeigen das Ganze. Natürlich hier Spülfeld mit Piezo-Zündung. Abwassertank ist innenliegend, korrekt? Der ist innenliegend, genau. So, ein Doppelbodenkonzept auch. Warme Füße hier drunter. Das ist überall die Luftverteilung hier an dem Bodenbereich auch. Also genau. Ich finde es cool. Ich auch. So, insgesamt 15 Stück, solange vor Ort reicht. 15. März 2023 als Ersatz, wenn du guckst, so ein ganz normaler A6 Avant, schöne Ausstattung, bist du auch schon bei 80. Ja, genau, ist, ohne Dusche und Toilette. Ohne Dusche und Toilette. So, dann lass uns mal rausgehen. Und wir steigen aus, zeigen ihn nochmal, also 5,99 Meter, 89.900 Euro, wir sind bei Felge und Wels. Dein kompletter Name bitte, Leo. Leo Riedel. Leo Riedel und er ist euer Ansprechpartner mit vielen Kollegen und das Ganze findet ihr in Bissendorf in Niedersachsen. Rufnummer ist die 05402. Und dann die 92990 Felge und Wels. Und jetzt hat man den Motor endlich mal gehört. Richtig, jetzt hört man den. Tschüss, Leo. Tschüss, Sven. Vielen Dank.